laufen wir einfach mal einen Schritt und nehmen dann das erste, was wir sehen, was nicht Market ist. Irgendwas, wo ich eine Quest habe. Dann gehe ich dann einfach rein und schnapp mir den Shit. Covent Garden Approach. Da bin ich, glaube ich, hergekommen. Upper Kingsway Kanalisation. Habe ich auch nichts. Ich habe ja nur Lower Kingsway Kanalisation. Es ist so verwirrend. Wo muss ich denn hin? Bloomsbury ist noch zu. Covent Garden Bahndepot. Da habe ich doch, glaube ich, eins, oder? Da steht einfach mal nichts dran. Da stand doch vorhin noch was dran. Da steht auch nichts mehr dran. What? Alter. Egal, ich habe ein Bahndepot, was gehe ich da einfach rein. Warum zeigt er mir jetzt bei den Quests nicht mehr an, was ich machen muss? Boom. Firefox-Werfer. In Action. Machen wir mal den Feuer-Shit hier. Alter, wie er abgeht mit dem Schnellfeuer. Hat er Tatsache zweimal geschossen. Schon blöd, wenn man nachladen muss. Boom, boom, boom. Naja, gut. Aber ich denke, das Feuerwerfer Fuck Fox Ding hat vielleicht irgendeinen Nutzen. Bin mir noch nicht sicher, was genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht hier so in die Türrahmen schmeißen kann. Und dann stirbt da fett Shit. Ich krieg ja zum Glück keinen Schaden davon. Auch wenn es brennt und ich genau drin stehe. Viel Schaden kriegen die auch nicht. Aber sicherlich besser als gar keinen Schaden. Wenn man sowas brauchen sollte. Weil das hier erscheint mir um einiges effektiver. Boom. Immerhin explodieren die Granaten, glaube ich, sofort, wenn man Gegner trifft. Das ist ganz praktisch. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich die treffe, aber die explodieren manchmal sofort, also ist es bestimmt ein Treffer. Schießt da irgendwas auf mich? Ach, der hier. Ein Schockspelzer. Schockspelzer. Irgendwas Gedöns. Aber sowas stört den Mann Aurelio nur in keinster Weise. Er macht einfach den hier. Und bratzt die alle kaputt. Ist das so ein Vernichter? Im Dschungelcamp hat er nur eine Spinne ausgelöscht und hier mäht er sich einfach wie ein Mähdrescher durch die Dämonenhorden. Ohne nachzuladen. Ohne irgendwelche Heal-Items zu brauchen. Einfach reinrennen und ballern. Das wäre doch eigentlich genau das richtige Spiel für Derfer. Da braucht man keinerlei Skill. Das würde er vielleicht sogar schaffen. Mann, kommt mehr hier. Immer mehr. Was ist das da? Das ist ein Gerät, irgendwas. Bin ja fast dazu verleitet, die Granate weiter zu skillen. Weil ich finde die bisher besser als die anderen Skills. Können wir gucken. Ich kann schon neue Sachen lernen. Was haben wir denn da? Heckenschütze. Reichweite sinkt um 50%. What? Was bringt denn das da als Effekt? Nächste Stufe Reichweite von Fähigkeiten sinkt um 50%. Okay, aber damit kann man snipern. Schaden erhöht sich um 150%, 60% Reichweite, mehr Geschwindigkeit, Rüstung sinkt. Okay, was haben wir hier noch? Ist das eine Passive? Bringt es mir, wenn eine Rakete irgendwo abprallt. Egal, wir nehmen das einfach mal. Kann man das hier reinmachen? Okay, Tatsache. Ich hätte gedacht, dass das eine Passive, weil es so klingt, aber na gut. Das ist ein Escape. Das klingt ganz praktisch. Ein Escape nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ach, das habe ich gar nicht gelesen, was das macht. Napalmschlag klingt auch gut. Aber ich habe ja den Shit geskillt hier, weil ich dachte, das ist irgendwas, was mir das bringt. Kann ich das irgendwie auf den Linksklick machen?
Tatsache. Das ist jetzt auf dem Linkstick, oder? Ja, wird schon passen. Wird schon passen. Wir wollen ja hier auch mit so einem Scheiß nicht so viel Zeit wasten. Wir wollen ja einfach die Dämonen kaputt manchen. Hinsetzen reicht nicht. Ob er beim Hinsetzen auch die Granate 25% weiter schmeißt? Und Escape. Boah, bin ich krass invest gewesen. Für eine Viertelsekunde. Das nenne ich Escape. Ne, die sind doch nicht so schlau, die Dämonen. Die laufen einfach da rein. Hey, der schießt auf mich. Laufe ich mal in einer geraden Linie auf ihn zu. Das wird schon klappen. Ein wunderbarer leerer Raum. Auch kaputt. Irgendwas wollte ich eben noch erzählen, bevor ich hier meine krassen Skills verteilt habe, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das war bestimmt voll wichtig und krass. Oh, da sitzt der hier in der Ecke und lauert auf mich. Gut, das Gebiet war nicht so spektakulär. Weil die anderen davor, die waren ja total spektakulär. Nicht mal Loot gekriegt hier. Zwei weiße Items, fantastisch. Fantastik. Aber wir geben die Quest ab und das wird bestimmt voll krass was bringen. Ich hätte ganz gerne dafür eine Railgun. Und wie du sie dir verdient hast, ja Mann Aurelio, du machst uns stolz. Was habe ich gesehen? Was habe ich mir denn verdient? Jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Oder Geld. Oder Lebensmittelmarken. Ach, jetzt kann ich das benutzen. Bag of Bones. Das Ohr von Bag of Bones. Okay. Na, ja, der war genau da, wo ich gerade war. Ist ja nett. Gut. Ich werde jetzt nicht nochmal dahin zurückgehen. Aber im nächsten Part. Also freut euch darauf, wenn wir dann nochmal dieses wunderbare Gebiet machen. Kaufe ich mir eine Sniper Rifle. Oh, die dicke hier, die... Die reizt mich ja schon, aber die kann ich mir nicht leisten, selbst wenn ich alles verkaufe, was ich habe. Ich komme einfach die hier kaufen. 250 für einen Sniper Rifle. Das klingt doch nach einem Deal. Das tauschen wir dafür aus. Die Raketenpistolen, die sind kacke. Muss ich jetzt einzeln anequippen. Danke dafür, Spiel. Das sieht aus wie die Shock-Rifle von Unreal Tournament, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, es hat einigermaßen Freude bereitet. Mir reicht heute mit Hellgate London. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht ein bisschen Fortschritt machen. Ja. Ich bin Riven, das ist der Mann Aurelio und ich wünsche euch eine gute Nacht, weil es ist schon 2:30 mittlerweile. Bis zum nächsten Mal.